schön, 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 schön. Ich habe kein Menü. Jetzt Menü? Nein. Überall Leichen, überall hängen Leichen, ey, Mann. Wo ist jetzt hier was aufgegangen? Building in an everlasting dream, a two-sided moon with clouded vision lies down innocently by its guilty shadow. Da ist mein Menü. Ich nehme eine Kerze mit, wa? Bring mir mal eine Kerze mit. Schon so viele scheiß Feuerzeuge, ey. Es scheint einen Schatten darzustellen. Aha. Ein Schmetterling, aha. Also der Sound ist wirklich ein Mond. Ja, es ist ein wunderbares Zimmer des Todes, wunderschön. Achso, haben wir hier mit runtergeknallt? Was soll ich jetzt Mix. Guck mal. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier Kerzen aufstellen oder so. Untersuchen. Lesen. Inmitten eines nie enden wollenden Traums. Ein zweiseitiger Mond, der in einem Nebel verschwindet, legt sich jungfräulich in den schuldbeladenen Schatten. Also, der zweiseitige Mond, der wolkenfangende Himmel und der schuldige Schatten. Wer unterstrichen? Hallo? Kurbel fehlt. Auch die Kurbel. Jawoll! Eine Kurbel. Eine Kurbel. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wo waren das? Der eine war. Mal kurz umdenken. Treppe runter, einmal links, einmal rechts. Der eine war hier. Zumindest. Alles klar. Der andere war hier daneben, ne? Müssen wir noch mal gucken. Ich muss leider noch mal gucken, es tut mir leid. Bin mir aber sicher, dass die ersten beiden hinhauen. Das ist der Mond.
Der Schatten. Shawarma, Shawarma. Glaube der hier, ne? Schüpp, 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 schüpp. Eine überhaupt gar nicht unheimliche Musik hat begonnen. Und nu? Haben wir jetzt irgendwas erreicht? Okay, der Stuhl ist weg. Und auch leider die Kerzen. Ah, fuck. Und auch das Feuerzeug. Naja, gut. Was ist denn da? Wieder in irgendwelche Sachen hüpfen, Alter. Das ist nicht geil. Let's do it. Und ich hänge ja irgendwie. Warum häng ich? Ja, komm, ey. Stollen des Grauens, ey. Stollen des Grauens kannte ich übrigens immer nur von meinem damaligen Bäcker. Der hat Stollen gemacht. Hätte er nicht machen sein. Ja. Ist bestimmt geil. Jetzt bricht bestimmt der Vater hier durch die Wand. So, Ethan! Hello there. Hm, Psycho-Uhr. So, und dann machen wir mal an. Ach, der Keller. Nein, mein Hammer. Okay, aber diesmal kann ich zurück. Das ist ja auch interessant. Wisst ihr, mach mal, warte mal. Komm, entspann dich mal. Es ist Wahnsinn, Alter. Ja, jetzt natürlich, jetzt ist halt Feuerzeug wieder leer. Tatsächlich. Ich glaube, ich werde mal wirklich die Spiegeleingänge strategisch versuchen zu benutzen, irgendwie, wenn die Furcht zu groß wird. Weil scheinbar entspannt er sich denn jedes Mal. So, gut, na, dann kann ich das auch fallen lassen. Because it's empty. So, und du sagst hier, bumm. Taschen, Taschen. Taschen. Ah. Oh, okay. Okay. Na, okay. Feuerzeug. Gut, nehmen wir mit. Kerze haben wir hier. Oh, noch Feuerzeug. Lampe. Tabletten, nice. Oh, ist das runtergebrannt, wa? Okay,
Was wollte ich? Ich wollte zu Dolores. Blöden Tee wieder geben. Mäuselchen! Tea Time! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du denn? Was ist los? Wo ist er? Oh, Vorsicht! Das Wasser darin ist heiß. Du brauchst beide Hände. Na klar, das ist halt so. So ein Teebeutel ist so schon mal eine üble Kiste. Ja, dann muss ich den jetzt fallen lassen, ne? Nein. Fallen hier lassen. Oh Mann! I knew it. I'll show you, you damned scoundrel, what bread you're worth. Oh, oh fuck, Alter. Oh, jetzt hat er mir aber auch gekriegt hier. Ja, aber was stand denn dazu? Was stand denn jetzt drauf? War doch nicht mehr der Winter White Earl Grey. Summt vor sich hin. Nein, Alter, nein! Hat die uns in den Ofen gesteckt? Komm, ey! Mach auf das Ding! Mach der Brett auf, ey! Es ist nur Ofenklappe, mach's doch einfach nur auf! Auf! Teuer, abenteuerlich hier. Hammer liegt noch da. Wo ist die Alte? Du? Schön. Ich glaube, wir haben das geeignete Werkzeug gefunden. Was ist denn das? Oh, wie süß. Mobiler Stern. Was? Ah, Rattengift? Ach ja, stimmt, die dachte ja immer. Die dachte ja immer, dass man sie. Dass George sie vergiften wollte. Krass. Ja, ist nicht geil. Zweihand. Jo, ganz kurz mal überlegt. Der ist denn wieder hier unten drinne? Kann ich das? Nee, das wird nicht gehen. Lass mich kurz überlegen, wo war denn das? Das war hier vorne gleich um die Ecke, wa? Komm, Junge. Zieh durch! Und hier hoch, lass. Okay. Wir haben einen Kompass. Wofür könnte ich jetzt den Kompass hier brauchen? Ah. Also, das ist jetzt nur ein Gedanke, aber vielleicht könnten wir den
draußen in Silent Hill benutzen. Wo wir immer in dieser Möbius-Schleife waren. Vielleicht zeigt er uns jetzt eine Richtung an, weil jetzt rieselt er. So, ich muss bloß mal kurz mal gucken. Kann ich... Nein, das... Zweihandgegenstand. Tatsächlich würde ich jetzt erstmal nochmal schnell ein Feuerzeug nehmen. Wo waren das? Ich muss zwischen den ganzen Kellern, muss die Treppe hoch. Da war der Spiegel dafür, ne? Genau. Okay. Oh, und Feuer. Und los. Ach, ich weiß, irgendeine Scheiße passiert ja immer, ey. Irgendwann wird's... Oh, jetzt aber auch geleckt. So, genau hier. Schön hell sieht's da aus. Warum sieht's denn nicht aus, wie wir rennen hier? Genau das ist es, genau das ist es. Jetzt ist nämlich die Nadel ausgerichtet. Warum rastet das aus? Nur weil ich durch den Spiegel in die Freiheit gehe? Und ich draußen bin? Silent Hill? Oho, jetzt rennt er aber. Warum rennt er jetzt so? Okay, er zeigt in die Richtung. Tja, Daumen drücken. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Trotzdem noch mal ganz kurz mal nach vorne schauen. Ich weiß, ich muss durchs Tor. Die Nadel zeigt auf jeden Fall dahin. Aber das sieht mir hoch aus wie so ein schöner Fundort für irgendwas. Oh, okay, 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 okay. Fand er nicht gut. Fand er nicht gut. Möchte er nicht. Was ist das jetzt? Na bitte, auf dem Friedhof. Hier. Ja, okay, okay. Okay. Und geradeaus weiter. Wieder eine. Tja, kann ich drehen, aber. Und unsichtbar machen. Und zack, jetzt auf zur nächsten. Tolle Atmosphäre. Finde ich geil. Also es ist ein Friedhof. Es ist nebig. Normalerweise in einem anderen Spiel hätte man jetzt wahrscheinlich eher so ein bisschen. Ich muss sagen, ich finde es wirklich angenehm, weil es nicht mehr so klaustrophobisch ist. Oh, was ist denn jetzt los? Jetzt wird's rot. Also, es ist immer noch unangenehm, ne? Aber es ist hell. Es ist hell und ich kann weiter als 20 Meter sehen, irgendwie. Oh, okay. Ja, das ist jetzt meine Aufgabe, ist hier anscheinend jetzt hier einen Blumenstrauß zu pflücken, irgendwie. Wahrscheinlich für Dolores. Zum Muttertag. Ah, sieht schon toll aus. Tolle Atmosphäre.
I like this. I like that. Oh, shit. Oh, was. Schön. Bett eingegraben. Oh. Ah, klasse gemacht. Wirklich, ist cool gemacht. Die Ansätze sind echt geil in diesem Spiel. Hat seine Schwächen, aber macht ganz viel richtig. Okay. Mobiles Raumschiff. Tja, Sternchen. Und... Rakete. Wahrscheinlich fürs Schlafzimmer, da für das Partito Mobile. So, wo soll ich den jetzt hin? Where do we go? Now. Nadel sagte da lang, okay. Ist ja Laub hier drauf. Wirklich ein bisschen länger noch hier draußen bleiben. Irgendwie. Ich finde das schön. Ich will ja nicht mehr ins Haus zurück. Haus ist scheiße. Haus ist schlecht. Lieber lasse ich meine... Oh, geil. Die schweren Cellos noch dazu. Bye bye Freiheit. Kampfgeräusche. Ach man, uff, wieso denn? Wieso ist denn das? Wieso sollte man? Wieso? Naja. Es hilft ja alles nicht. Es hilft ja alles nicht. Also lass uns in die Krypta hinabsteigen. Und lass uns mal schauen, was uns erwartet. Oh Mann. Immer tiefer und tiefer hinab.